Das zweijährliche Grind Date beim Schleifmaschinenhersteller Haas in Trossingen ist inzwischen ein fester Event auf der Agenda der Branche. Im Fokus stehen unter anderem Neuheiten und Neuentwicklungen in der Schleiftechnik, aber auch der Austausch der Teilnehmer untereinander und der Wissenstransfer innerhalb der Branche. Was es mit Next Level Grinding auf sich hat und warum es sich lohnt, diese Veranstaltung zu besuchen, schauen wir es uns an. Zahlreiche interessierte Fachleute aus der Branche sind nach Trossingen gekommen, um mehr über die neuesten Trends und Entwicklungen in der Schleiftechnik zu erfahren. Das Grind Date ist für Sie inzwischen ein Pflichttermin im Veranstaltungskalender. Grüße Gott, Frau Maywember. Sie verkörpern ja die junge Generation in der Geschäftsführung bei Haas Schleifmaschinen in Trossingen. Außerdem verantworten Sie hier auch noch die Softwareentwicklung. Meine Frage an Sie, dieses Grind Date, was bezwecken Sie damit eigentlich? Wir wollen unseren Kunden die Möglichkeit geben, sich voll rundum zu informieren über die neuesten Entwicklungen bei Haas. Also sowohl die Maschine als auch Software, als auch Vernetzung, Cloud Computing. Wir sind auf voller Ebene, auf voller Bandbreite, kann man hier alle Neuigkeiten erfahren, ne, in Form von Vorträgen oder in Form von Einzelgesprächen, die man führen kann. Man kann sich alles anschauen, wir sind komplett offen, haben alles ausgestellt. Also innerhalb von, ich glaube, 16 Maschinen, die hier präsentieren, mit verschiedensten Anwendungen, einfach mal durch Bandbreite, durch alles, um möglichst ja, einfach offen zu sein, ne, für unsere Kunden, für die Wünsche und Anforderungen, die sie mitbringen. Frau Maywember, was sind denn die Highlights, die Sie hier zeigen? Also die Highlights sind ganz klar die Simulation auf der einen Seite, die wir neu präsentieren, unsere Schnittstelle, OPC-Schnittstelle, wir können uns connecten, unsere Maschinen sind nun connectfähig in jegliche Richtung und natürlich, wir haben ganz tolle neue Anwendungen im Bereich von Abwälzfräsern, von Stoßrädern, lohnt sich vorbeizukommen. In zahlreichen Vorträgen und Einzelgesprächen erfahren die Teilnehmer mehr über die neuesten Erkenntnisse und Entwicklungen in der Schleifbearbeitung. Werkstücke und Applikationen aus höchst unterschiedlichen Bereichen geben einen guten Überblick über den derzeitigen technischen Stand. Eins von vielen Highlights, die auf dem Grind Date gezeigt werden, ist sicher die OPC-Anbindung, die es beispielsweise einem Werkzeughersteller erlaubt, die Aufträge für die Maschine direkt und unmittelbar aus den im Webshop eingehenden Bestellungen zu generieren, vollautomatisch und ebenso automatisch auch die Bearbeitung anzustoßen. Grüße Gott, Herr Öztürk. Sie sind ja Technical Trainer bei Haas in Trossingen. Herr Öztürk, Sie haben hier eine Linie aus 4 Multigrind-CU-Maschinen aufgebaut. Was ist denn da drauf zu sehen? Jawohl, auf der ersten CU sehen wir Formplatten. Die Maschine ist über OPC-Server verbunden. Wir können komplett ferngesteuert die Konturen auf die Wendeplatten bestimmen. Zum Beispiel 50 Stück von einer Kontur, dann 20 Stück von der anderen Kontur. Natürlich nicht nur die Kontur, kann man auch alle Parameter von der Ferne steuern. Hier auf der zweiten CU haben wir ein Wälzschildrad. Das ist auch was Neues bei uns. Kann man sich natürlich auch informieren und alles angucken. Hier bei der dritten CU, wenn wir jetzt rüber gucken, haben wir einen Stempel. Das ist kann man über den Webshop verbinden. Dann kann man die Breite, die Tiefe von dem Stempel bestimmen. Genauso die Länge und den, natürlich, was man schleifen soll. Genau dasselbe eigentlich verbinden und die Maschine komplett aus der Ferne steuern. Und bei der dritten CU haben wir ein 6er Hartmetall-Rolling und daraus kann man dann genauso die Werkstücke an 6er Fräser und 6er Bohrer bestimmen. Natürlich kommt ja nochmal was drauf. Unsere neue Software, die Stücksel-Software, kann man sich auch auf der Maschine angucken. Da kann man die Schaftwerkzeuge in 0,nix simulieren. Auch sonst ist die Teilnahme am Grind Date 2019 interessant. Ein Abstecher in die Fertigung, wo man sehr transparent der Fertigstellung der Maschinen zu sehen kann, lohnt sich allemal. Und eine kleine, aber feine Ausstellung von Zulieferern rund um die Schleiftechnik rundet die sehr gelungene Veranstaltung ab. Ein weites Spektrum aus höchst unterschiedlichen Anwendungen für die verschiedensten Anwendungsbereiche, dazu hochkarätige Vorträge von namhaften Referenten und tiefe Einblicke in die Fertigung eines sehr transparent agierenden Schleifmaschinenherstellers,
Auf die Besucher wartet ein sehr umfangreiches und vielfältiges Programm. Es lohnt sich also, hier vorbeizuschauen. Sie kommen doch auch.